wirklich mit uns. Und ich kenne das seit 30 Jahren, wenn man Exerzitien oder Glaubenskurse oder Veranstaltungen macht und viele sagen, es ist toll und schön, aber dann gibt es immer die andere Seite, ob es in der Familie oder in der Ehe ist oder wo auch immer, die einem, genau wie Thomas Paul gesagt hat, dass man wieder auf dem Boden bleibt. Und Jesus hat einmal zu mir gesagt, klar, warum erwartest du denn überall Zustimmung? Und dann hat er mir gezeigt, und das möchte ich euch mitteilen, auch die Drangzahler können ein großes Geschenk sein und kann uns Gott groß durchtrösten, wenn wir dabei sind, nicht die Anerkennung bei Menschen zu suchen, auch nicht zu erwarten, auch nicht in der eigenen Familie, auch nicht von den besten Freunden. Jesus tröstet uns auch durch die Drangzahler. Danke, Jesus.